Schaut euch an, wie das hier aussieht! Leute! Alter, guckt euch mal an, man, strahlender Himmel, trockene Straßen. Ein Würger, 13 Grad. Ja, perfekt, Alter. Ich bin schon wieder viel zu aufgeregt. Und 13 Grad, Leute. 13 fucking Grad, Alter. Das ist... Nee, ich komme nicht klar. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt, Alter. Leute, das Sommerfeeling ist da. Guck mal hier, du kannst auf dem Visier fahren. Oh mein Gott, das ist staubig. Es ist einfach staubig. Okay, doch nicht mit auf dem Visier. Digga. Also entweder, ja, ist es nur gefühlt so, oder wir tanken mittlerweile in jedem einzelnen Video, Alter. Das kann nicht sein. Aber Leute, ich glaube, es liegt an den Temperaturen, ja, dass es noch nicht so warm ist und man da eben mehr Kraftstoff verbraucht. Macht auch irgendwie Sinn, klar, aber das ist nicht normal. Jedes Mal, wenn wir fahren gehen, tanken. Das ist, nee. Klopf, 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 klopf. Schön alles mit rausnehmen, ja. So. Aber egal, wir machen es halt, wir tanken halt. So, seid schon das draußen, ja. Digga, okay, 18 Euro, ja, das geht. Nummer 6, so wie letztens, ich war hier schon mal letztens, wir sind in Karlsruhe, Leute. Deswegen, ja, nix deswegen. Hi, die 6 bitte. Mit Karte. An mich mit, jo. Danke dir auch, ciao. So, Jungs, es geht los. Es geht los, es geht los. Alter, mal im Ernst. Sieht mein Bike nicht irgendwie echt heftig aus? Leute. So. Und es geht weiter. Es geht weiter. Ja. So, Taschen sind zu, passt. Null. Perfekt. Ah, wo fahren wir raus? Wir fahren, glaube ich, hinten raus. Alles gut. Lauf so, du kannst. Oh, bei dir, Alter. Wobei, da hinten staut sich's, ne? Das ist nicht cool, Digga. Das ist überhaupt nicht cool. Ist gut? Aber schöner Tag, ha? Huh? Da muss man fahren, Jungs. Mann, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ne? 13 Grad und Sonne. Das ist der Dream, Alter. 13 Grad und Sonne, Digga. Das ist eine Kombo, Alter. Muss sein. Muss einfach sein. Ich gucke auf die Ampel, Leute, nicht auf ihren Arsch. Peace, Servus und damit ein wirklich herzliches Willkommen zu diesem Video, weil das ist, dieses Video ist wirklich was ganz Besonderes und zwar endlich mal eine Videoidee von einem Zuschauer, von einem Abonnenten, ey super, vielen Dank nochmal dafür und ja, ich will gar nicht lang schnacken, wir fangen jetzt einfach mal an drüber zu reden, welche Helme ich denn so prinzipiell empfehlen kann, einfach mal darüber ein Video machen kann, ja, was für Helme gut sind, dies, das, Ananas, ja, wir fangen jetzt einfach ganz, ganz simpel mal an. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal ganz simpel mit den Kategorien an. Und zwar, es gibt Integralhelme, Cross- bzw. Endurohelme, aber ich nenne es ja Crosshelme, Klapphelme sowie Jethelme. Ja, das sind mal die, die mir eben einfallen. Und wir fangen jetzt einfach mal bei denen an, wo ich jetzt noch nicht so die krasse Ahnung habe. Wahrscheinlich, ja, liegt erstens daran, dass ich mich eigentlich nur mit einer Sorte so wirklich beschäftigt habe in meiner Zeit und ja, die anderen halt eben nicht wirklich. Ist auch nicht schlimm, wir fangen jetzt einfach mal mit Crosshelm an. Crosshelme prinzipiell passt einfach zu einem Crossbike. Ja, wenn ihr eine Enduro oder eine Cross eben habt, da passt halt einfach so ein Helm dazu. Das sieht einfach schnittig aus. Vor allem, wenn ihr, ist egal, ob ihr Stadt fährt oder ob ihr auf dem Gelände rumfährt mit einer Cross, das sieht einfach geil aus, so ein Helm. Der macht einfach auf so einer Cross bzw. Enduro Sinn. Gerade so eine EXC, ne? Oder eine, selbst eine SMCR von KTM, muss ich ganz ehrlich sagen, da macht das voll Sinn. Oder eine 701er.
dann macht es Sinn. Und es sieht auch gut aus mit dem Helm. Das sieht wirklich gut aus, es passt. Und Nachteil, die Sicherheit ist nicht ganz so krass. Du hast nicht so ein geschlossenes System, wie du halt zum Beispiel bei einem Integral hättest oder sowas. Ne? Aber vom Prinzip her, um Spaß zu haben und vom Aussehen her sind die Helme für solche Fahrer dann eben geeignet. Gut. Und ja, wir kommen zum nächsten. Und zwar Chathelme. Leute, Chathelme habe ich nicht mal wirklich einen Plan, wie die aussehen sollen. Ich glaube, ich hatte irgendwas im Kopf von wegen, dass die ja beim Kinn irgendwie ein bisschen offen werden oder sowas. Das könnte gut möglich sein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, ich halte von den Helmen gar nichts. Also wenn du, keine Ahnung, höchstens du fährst einen 50er Roller und fährst eigentlich nur in der Stadt rum. Und Hauptsache, du hast halt irgendwas auf. Dann hol dir halt eben einen Chathelm. Aber vom Prinzip her, Leute, wenn ihr richtig Motorrad fahren wollt, Chathelme könnt ihr komplett vergessen. Ja, Sicherheit ist nicht geboten, sieht scheiße aus und das trägt man einfach auf dem Motorrad nicht. Ja, das trägt man höchstens noch auf einer Harley, um einfach nur zu cruisen und Spaß zu haben. Ja, aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Okay. Wir springen zu den Klapphelmen. Ja, Klapphelme sind eben Klapphelme. Ja, jetzt zieht ihr auf und könnt die dann klappen, einklappen, ja, dass die da dann eben verschlossen sind, sage ich mal. Mit denen habt ihr schon einen Rundumschutz, habt ihr, ja, ist gegeben. Aber das ganze System von diesen Klapphelmen, von dieser Klappfunktion, das ist mir persönlich einfach nicht sicher genug. Das, was ich bisher drüber gehört habe und dies und das und Ananas, das ist mir einfach nicht sicher genug. Ich halte davon wirklich leider gar nichts. Und deswegen, wir dürfen uns nicht zu arg verfahren, vor allem nicht Richtung Autobahn. Ich mag einfach Autobahn nicht, vor allem dann kann ich nicht wirklich reden, weil die Windgeräusche so extrem laut sind, das ist nicht schön. Okay, alles klar. Okay, genau, wir waren bei den Helmen, Klapphelm stehen geblieben. Ja, ist auch für Leute, die halt zum Alltag, Hauptsache irgendwas fahren wollen mit dem Zweirad. Aber zum richtig Motorradfahren halte ich auch von Klapphelm wirklich nichts. Ja, also ich kenne einen, der hat es, aber der sagt auch selber, da kommt zu viel Windgeräusche, kommen da durch, das ist einfach zu laut, das ist zu lästig und das System, da vertraut er irgendwie auch nicht ganz drauf. Ne? Aber naja, gut. Okay, wunderbar, wir kommen jetzt endlich mal zu den Integralhelmen. Und Integralhelme kann ich euch eins sagen, Leute. Ich kann nicht viele sagen, aber ich sage euch erstmal eins, die haben so einen riesen Markt, also es gibt so einen großen Markt voller Integralhelme, das ist bei keinem anderen Helm so. Und deswegen muss man sich auch schon mal überlegen, warum. Warum werden die so übertrieben viel produziert und warum gibt es da so viele? Integralhelme sind klasse. Wir sprechen jetzt einfach mal von denen, die man sich zum Motorradfahren kaufen würde. Ja, der Golf von uns ganz vor uns, der hat gepennt, Alter. Jetzt komme ich gerade noch durchs Grün, ja. Na, was für gerade noch, Digga, das war easy. So, muss halt mal kurz sein, Leute, dass wir mal ein bisschen Platz haben. Genau, also Integralhelme, wir reden jetzt einfach mal von einem ganz normalen Integralhelm mit einem Durchschnittspreis von 300 bis 500 Euro. Ja, sagen wir einfach mal 500 Euro, okay. 400-500 Euro. Digga, ist jetzt auch egal, Alter. Auf jeden Fall. Wir reden von solchen. Die sind wirklich dicht. Also, die sind wirklich dicht. Also, sei es um Sound, sei es um Windgeräusche, die sind dicht. Ja, ihr bekommt natürlich schon vom Sound was mit, wenn ihr auf dem Moped sitzt, das ist klar. Aber die sind jetzt nicht so von wegen, ihr dreht euer Motorrad mal wirklich richtig hoch und euch fallen die Trommelfelder weg. Ja, es gibt halt wirklich so Helme, da fallen euch die Trommelfelder weg. Da gibt es wirklich so Helme und das ist dann auch nicht geil. Gerade wenn ihr jetzt, sage ich mal, eine 600 oder irgendwas so in der Art fährt und ihr dreht die mal richtig aus, dann ja, sind manche Integralhelme wirklich sehr, sehr schlecht und das ist einfach dann nur abartig laut. Zum anderen wegen dem Wind. Integralhelme sind wirklich dicht. Also wie gesagt, wir reden halt von guten, die sind dicht. Da kommt natürlich Wind durch, ist klar, gerade wenn ich auch Lüftung offen habe, aber die ziehen nicht am Visier oder so. Ja, es gibt welche, die haben so ein Ding. So, die sind hier minimal noch geöffnet, selbst wenn sie zu sind, also wirklich so minimal. Und es ist bei kalten Temperaturen schon Abfuck. Und zum anderen, auch wenn es warm ist, ist es Abfuck aus dem Grund, da kommt natürlich dann auch wiederum Sound durch. Ja, also
solche Integralhelme in der Preisklasse, wo wir drüber reden, sind halt auch eben sehr winddicht. Außerdem kann man bei den meisten so ein Visier dabei. Ja, das haben die wenigsten drauf, so ein ganz normales, transparentes, wo aber halt eben fast nicht beschlägt. Also in diesem Preissegment, Leute, egal welche Temperaturen, euch beschlägt dieses Visier nicht. Es wird euch nicht beschlagen. Und das ist halt wirklich schon ein riesen Pluspunkt. Zudem sind die Visiere in der Preisklasse auch etwas dann gehobener. Und dementsprechend sind da die Zubehörvisiere auch besser. Ja. Das bedeutet, die beschlagen dann eben auch nicht so. Zum anderen könnte man sich natürlich aber auch noch so ein Innenteil kaufen fürs Visier, wo dann halt eben auch noch dafür sorgt, dass es eben nicht beschlagen wird. Wir wollen jetzt einfach mal beim Thema bleiben. Integralhelme, meine absolute Empfehlung für Leute, die sagen, ich will Motorrad fahren und nichts anderes. Ich will einfach Motorrad fahren, ich will Spaß haben. Ich will nicht permanent Windgeräusche haben. Ich will nicht permanent taub sein, wenn ich vom Bike steige oder sonst was. Ich will einfach Spaß haben, Motorrad fahren und sicheren, vor allem einen sicheren und guten Helm haben. So, dann seid ihr bei Integralhelm super gut aufgehoben. Jetzt müssen wir natürlich aber auch nur noch abklären, wie das ist mit den Marken. Ja. Mein allererster Helm, den ich halt wirklich 2 Jahre lang hatte, das war ein Shark. Ich war sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem. Und er hat super gehalten. Natürlich irgendwann das Polster hat ein bisschen nachgelassen, weil ich bin zu der Zeit fast immer ohne Sturmhaube gefahren. Aber es war ein super Helm. Der hat alle Kriterien in der Hinsicht erfüllt. Warum? Guck mal, Leute, deswegen ist fucking Rechtsangebot, Alter. Also wie gesagt, der Shark war eine absolut geile Sache. Der hat zu dem Zeitpunkt um die 300 Euro gekostet, ist glaube ich auch noch derzeit in diesem Preissegment. Und ist in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung für einen Helm, der so super klasse 2 Jahre lang gehalten hat, Leute. Der ist einfach der Hammer gewesen. Derzeit habe ich ja den AGV K1 Wintertest Edition 2015. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem, abgesehen von einer Sache, die ich euch ganz, ganz ehrlich sagen muss. Ihr könnt diesen Helm hier nicht ohne Sturmhaube fahren. Es spielt keine Rolle, welche Temperaturen es draußen hat. Es spielt keine Rolle. Leute, der Helm mit dem Innenpolster, wo der hat, der ist untragbar. Der ist untragbar mit dem Innenpolster, ohne Scheiß. Kann ich euch so sagen. Das kratzt euch einfach alles auf. Wirklich, dieses Innenpolster, Alter. Das kratzt euch alles auf, alles. Das ist unangenehm, das juckt, das ist, ihr könnt es einfach vergessen, okay? Zum anderen, es ist sackig kalt. Es ist so unglaublich kalt in diesem Helm, ohne Sturmhaube. Das ist nicht normal. Ich habe wirklich das Gefühl, also in der Hinsicht ist der wirklich scheiße. Und ja, deswegen, aber was ich halt wiederum sagen muss, eine Sturmhaube, meine hat 10 Euro gekostet, 7,99 oder was. Und seitdem, ich kann super mit dem fahren. Der Wind, der kommt nicht so durch. Also mir wird nicht kalt in dem Helm. Und es kratzt nicht. Ja, es kratzt wirklich nichts. 7,99 optimal. Und man muss sich halt auch überlegen, Vor- und Nachteile. Klar, Nachteile sind, er ist nicht ganz so windig. Es kommt schon relativ viel Sound durch. Und das Polster ist halt für den Arsch. Aber ich habe Spaß am Sound. Vom Wind her ist es noch insofern in Ordnung, dass ich persönlich keine Probleme damit habe. Aber wenn ich jetzt für mich privat fahre, jetzt kein Video aufnehme, es mir schon ein bisschen auf den Sack geht, dieser Wind. So, aber ganz klarer Vorteil, erstens mit der Sturmhaube für 7,99 ist alles gelöst. Und zweitens, der Helm ist von der Ergonomie her perfekt. Bedeutet, das Gewicht ist nicht zu hoch, wie er hergestellt wurde. Also sprich, ja, wie sagt man, die ganze Form von Helm, vom Helm, er passt sich einfach den Windverhältnissen in der Hinsicht an. Ja? Also wenn ich V-Max fahre, der Helm, der ist klasse. Ich habe dann nicht das Gefühl, ich habe da irgendwie ein fettes Teil auf, dass mir da irgendwie ein bisschen ein paar km/h nimmt beim Beschleunigen oder sonst was. Im Gegenteil, der Helm ist geil. So Leute, festgehalten, AGV
und Shark. Es sind zwei super Helme. AGV würde ich für die empfehlen, die einfach sagen, hey, ich will sportlich fahren und ich scheiß darauf, dass es halt nicht so gemütlich ist, dass da halt ein bisschen mehr Wind und Geräusche durchkommen. Und ja, aber für den Preis, ich da wirklich was Gutes bekommen, da kaufe ich mir eine Sturmhaube dazu und damit hat es gegessen. Ja, Hauptsache ich kann sportlich fahren und die ein, zwei Nachteile nehme ich halt in Kauf. Ja, weil der Helm ist wirklich fucking günstig. So. Ja, so die Richtung Shark, Scorpion, da würde ich halt wirklich sagen, wenn ihr da einen günstigen wollt, ist das ein klasse Helm, der hat einen super Polster, ihr habt ein schönes Komfort da drin, ist relativ windundurchlässig, ist relativ geräuschundurchlässig, da macht er auch nichts falsch. Wenn ihr jetzt aber natürlich sagt, nö, mir ist das alles erstens zu billig, zweitens, ich will wirklich was richtig, richtig Gutes haben, wovon ich auch wirklich mehr als 2 Jahre was habe, ja Leute, dann müsstet ihr mal in die Richtung Shoei gucken. Ja, Shoei hat so extrem nice Helme. Genau, Shoei hat wirklich super gute Helme. Ich habe persönlich noch keine Erfahrung mit Shoei gemacht, ist aber eine richtig geile Marke. Ja, ich kenne viele, die tragen Shoei, die tragen nur Shoei von Anfang an, haben noch nie was anderes gewollt, noch nie was anderes gekauft und die sind vollkommen zufrieden. Die sind vollkommen zufrieden und das ist super. Das ist super. Die Preisklasse, in der die sich befinden, ist dann natürlich ein bisschen, ja, so ein Ding. Also so ein Shoei-Helm, da muss er halt schon mal wirklich gute 500 Euro hinlegen, wenn sie nicht im Angebot sind. Und das tut halt auch irgendwo mal kurz weh. Ja, einen halben Tausender, das ist schon so eine Sache. Ja, aber ihr bekommt dafür halt auch was. Ihr bekommt da wirklich Helme, da kommt wirklich, da kommt kein Wind durch. Ja, die sind so windig, die sind so gut produziert und hergestellt. Geräusche, die sind so geräuscharm. Da, ihr habt das Gefühl, ihr seid in einem eigenen kleinen Raum. Und trotz, dass die sehr, sehr leicht sind, habt ihr nicht das Gefühl, dass ihr irgendwie so einen riesen, schweren, großen, riesigen Klotz aufhättet. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ihr wisst, wie ich meine, ja? Ihr wisst die letzte Zeit irgendwie immer, was ich meine. Und das ist herrlich. Moin. Geil, Alter. Es sind ein paar Leute unterwegs. Freut mich, cool. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Ich wollte euch das so gut, wie es geht, rüberbringen. Ich habe nicht so die krasse Ahnung von Helmen eben, wie man doch vielleicht merkt. Aber meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, ich hoffe, die hat euch in der Hinsicht gereicht. Und das, was ich ansonsten darüber weiß und empfehlen kann, auch wenn sie viel ist, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Schaltet auf jeden Fall ein und schreibt mir gerne die Kommentare, wenn ihr noch einen Wunsch für ein Video habt. Peace. Seid auch beim Tanken vorsichtig. Und wir sehen uns zum nächsten Video, Leute. Ciao.